Hey, willkommen zu einem neuen Video. In meinem letzten Video zur Informationsbeschaffung habe ich es ja schon erwähnt, dass ich auch ein Video über die Inspiration machen werde. Also woher bekomme ich meine Inspiration? Wie kann man da rangehen? Wo findet man interessante Filme, Filmemacher? Und genau, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Das häufigste, was man wahrscheinlich zu hören bekommt, wenn es um Inspiration geht, ist, ja, schaut euch Filme an, schaut euch Fotos an. Bilder, Gemälde, geht in Ausstellungen, hört Musik, also alles Mögliche, was einen selbst inspirieren kann für neue Sachen. Das habe ich auch sehr lang gemacht und mache es immer noch, aber man muss dann auch immer sich bewusst sein, für was das eigentlich ist. Also bei mir war es dann eben so, man schaut viele Sachen an, aber man kann es eigentlich nicht so direkt auf bestimmte Projekte anwenden, weil es nicht so ganz zielgerichtet ist. Wenn man jetzt in einer Ausstellung ist, sei es jetzt Fotografie oder sowas, jetzt Straßenfotografie, dann fällt es mir persönlich schwer, das jetzt konkret auf Projekte anzuwenden. Weil es, ja, also es ist für die Bildgestaltung ist es auf jeden Fall interessant, aber es ist nicht so konkret und ich würde auch hier zwischen ja, künstlerischen Sachen und kommerziellen Sachen unterscheiden, weil man hier auch so ein bisschen anders arbeitet. Also mir geht es zumindest so. Kunst ist für mich, ja, dass da Fragen gestellt werden in den Arbeiten und kommerzielle Sachen und Werbung ist für mich, dass da eher Antworten gegeben werden. Also das ist so ein bisschen anderer Ansatz. Es wird zwar teilweise auch viel Werbung als Kunst verkauft, aber ich sehe das nicht so. Also für mich ist das ganz klar getrennt. Ja, und jetzt beenden eben viele, die auch schon über das Thema gesprochen haben, das Video. Einfach, ja, schaut euch Sachen an von anderen und lernt daraus. Aber wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu allgemein und ich suche immer nach einer Methodik, wie ich halt bestimmte Sachen machen kann. Und jetzt bei mir ist es zum Beispiel so, ich gucke sehr viel auf Vimeo nach ja, anderen Filmemachern, anderen Agenturen, Koloristen und ja, folge denen da. Und der Vorteil bei Vimeo ist, dass man irgendwie, also jetzt gegenüber YouTube, dass man meiner Meinung nach besser neue Künstler findet. Also irgendwie der Algorithmus funktioniert da überhaupt nicht mit Sachen, die einem vorgeschlagen werden. Das ist bei YouTube natürlich deutlich besser, aber bei YouTube gerät man irgendwie in so einen Einheitsbrei plötzlich rein. Wenn man eben ja, bestimmte Videos angeschaut haben, werden einem nur Videos in dem Stil oder in der Machart weiterempfohlen. Bei Vimeo ist es eben so, wenn man unterschiedlichen Leuten folgt, dann sieht man eben, wenn sie es angeschaltet haben, wem die folgen, was die liken und so kann man so ein bisschen ja, ein breiteres Spektrum an Arbeiten sehen. Das ist auf jeden Fall mehr Arbeit, also es ist nicht so komfortabel wie bei YouTube, dass man ja Sachen so schnell vorgeschlagen bekommt, ohne einen Klick oder sowas oder mit Autoplay. Bei Vimeo muss man einfach deutlich mehr, ja, recherchieren, suchen. Aber man wird natürlich dann belohnt mit ganz, ganz unterschiedlichen Arbeiten. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt ein konkretes Projekt habe, dann schaue ich bei Vimeo, was gibt es denn schon vielleicht in der Art, vielleicht wenn ich eine bestimmte Ja, wenn ich so eine bestimmte Mechanik schon im Kopf habe, ja, gibt es da vielleicht schon irgendwie was bei Vimeo, wo vielleicht für dieses Projekt passen könnte. Man hat hier natürlich immer die Gefahr, dass man einfach nur kopiert. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Also ich würde nicht eins zu eins einfach die Sachen so kopieren. Am Anfang vielleicht schon. Also, why not? Die Sachen, die man da sieht, die sind in der Regel auch kopiert, also es ist wirklich etwas Einzigartiges zu schaffen, ist ja heute eigentlich fast unmöglich. Und man hat ja aber immer noch sein eigenes Auge, seinen eigenen Stil, den man da reinpackt. Deswegen es ist immer von einem selber ja immer noch was
drin in der Idee oder man baut es immer nochmal so um, dass es für einen selber passt, jetzt für das Projekt. Ja, das Ganze geht natürlich nicht nur mit Vimeo. Instagram ist natürlich auch eine Quelle, die man verwenden kann. Ich habe für mich einfach irgendwie Vimeo entdeckt, weil es dann auch ja, weniger Unterbrechungen gibt. Also bei YouTube oder Instagram hat man ja dann doch immer irgendwelche Ads drin oder irgendwelche Pre-Roll-Sachen und bei Vimeo hat man das eben nicht und so kann man auch mal ungestörter irgendwie nach Sachen suchen. Also gerade auch wenn man nach Commercials oder so Werbesachen sucht und dann zwischendrin andere Commercials bekommt, finde ich immer ein bisschen, ja, nervig. Deswegen, also ja, natürlich kann man auch einen Adblocker verwenden bei YouTube, aber ich habe halt festgestellt, mit Vimeo funktioniert es für mich deutlich besser. Instagram, ja, nehme ich auch, aber auch mehr, um ja vielleicht auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen zu finden. Also so finde ich auch teilweise eben neue ja, Regisseure, Kameraleute, weil die, wenn es halt ja, gute Posts sind, dann sind natürlich die ganzen ja, vom Team hinterlegt und werden erwähnt. Bei Vimeo ist es ja eben an sich auch so. Und so kann man dann eben auch direkt auf die Profile gehen und gucken, ja, was machen die so? Gibt es vielleicht ein Vimeo-Profil, was die haben? Also so mache ich oft, wenn ich jemanden finde auf Instagram, dann gucke ich auch, hat der ein Vimeo-Profil? Und dann folge ich ihm auch bei Vimeo und sehe dann auch so ein bisschen, wem er folgt und was er mag. Und so kommt man eben auch auf neue Projekte, die man dann eben auch wieder als Inspiration nehmen kann. Ja, was ich auch immer noch empfehlen kann, für das methodische Herangehen ist das Zerlegen von den anderen Arbeiten. Also oft reicht es halt einfach nicht nur, die Sachen anzuschauen, sondern man muss es halt wirklich bewusst anschauen. Sei es jetzt bei, ja, wenn man auf das Licht achtet, auf die Kameraarbeit, vielleicht wirklich mal den Spot komplett durchschauen, dann aber nochmal mit Pausen anschauen und gucken, ja, welche Bilder springen einen an, warum springen die einen an. Ist es die Bildgestaltung, ist es das Licht, ist es die, ja, alle, die Summe von allem und ja, da so ein bisschen vielleicht auch einen Screenshot machen und den irgendwo bei sich abspeichern, dass man einfach eine Erinnerung hat an das Ganze. Für die Inspiration im Schnitt kann ich wirklich empfehlen, auch das Video herunterzuladen. Es gibt ja bei Vimeo so einen Vimeo-Downloader, YouTube gibt es auch. Teilweise kann man die Sachen auch so runterladen, wenn es eben der Urheber freigeschaltet hat, gibt es ja teilweise. Und dann nehmt ihr das Video und packt es bei euch in die Schnittsoftware und zerlegt es einfach mal komplett. In Resolve gibt es da die Scene Cut Detection, die könnt ihr drüber laufen lassen, dann werden die ganzen Schnitte schon automatisch angelegt. Bei Premiere muss man es, soweit ich noch weiß, mit ein paar Hand machen. Aber das kann ich wirklich empfehlen, um ja so ein Gefühl für den Schnitt auch zu bekommen und dann vielleicht auch für seine eigene Arbeit zu verwenden, weil man sieht dann eben ganz genau, ah, okay, wo sind Schnitte gesetzt, mit welchem Tempo vielleicht, wo sind vielleicht irgendwelche Transitions, die man gar nicht so festgestellt hat und man kann eben den Film dann auch Frame für Frame anschauen. Das habe ich auch bei vielen Sachen eben gemacht, wo ich dann auch gesehen habe, so, ah, okay, da ist jetzt so ein unsichtbarer Schnitt eben versteckt. Und vielleicht ein bisschen mit Masken nochmal kaschiert und sowas. Und so lernt man dann eben auch für den Schnitt, okay, was kann ich denn bei meinen Sachen machen und wird dadurch dann auch wieder besser. Das war jetzt vielleicht so mehr die technische Seite, also über Bildgestaltung, Lichtgestaltung, Schnitt. Aber die ganze konzeptionelle Seite haben wir uns jetzt noch gar nicht so angeschaut. Am Anfang habe ich es ein bisschen erwähnt. Also man kann natürlich auch andere Filme anschauen auf der rein konzeptionellen Ebene, also was ist der grundlegende Kern von einem Video? Heißt es, dass es zum Beispiel jetzt komplett ohne Musik funktioniert? Oder wie ist die Ansprache an den Zuschauer? Also ist es vielleicht ein Sprecher, der in der Ich-Form redet? Oder spricht der Sprecher mich, den Zuschauer, an? Ist es ein Dialog zwischen Sprecher und Mitarbeitern in einem Unternehmen, jetzt bei einem Imagefilm zum Beispiel? Also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen und das ist natürlich nicht so leicht, wenn man jetzt konkret ein Projekt hat, da jetzt die richtige für das Projekt herauszufinden. Das ist auch ja, viel Erfahrung und auch so ein bisschen eigener Stil, was einem gefällt und was nicht gefällt und ja, da geht es halt wirklich darum, man muss halt Sachen schauen, aber auch umsetzen. Also das reine Schauen reicht eben nicht. Man muss eben auch selber die Sachen drehen und Projekte eben machen, um eben festzustellen, okay, das funktioniert nicht.
Ist jetzt natürlich die Frage, ob man das jetzt direkt bei einem bezahlten Kundenprojekt macht oder nicht. Das kann ich euch auch nicht sagen. Ja, aber vielleicht auch wirklich dann eben mit eigenen Projekten üben, gerade am Anfang. Das ist nicht leicht, ich weiß, aber man muss beim Filmemachen, man braucht einfach diese Übung. Also das ist wirklich wie ein, ja, wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Man muss einfach Sachen drehen und vor allem Projekte abschließen. Also das reine Drehen reicht nicht. Man muss es im Schnitt auch zusammenbauen oder vielleicht auch wieder zerlegen, anders neu aufbauen. Also man muss wirklich diese Arbeit reinstecken und das Projekt abschließen, dass man da auch draus lernen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Inspiration ist aber auch, dass man die Rahmenbedingungen berücksichtigt. Also ich habe es am Anfang von meiner Karriere immer so ein bisschen unterschätzt, was Budget ausmacht beim Film. Also ich habe dann teilweise eben bei zu krassen Projekten eben nachgeschaut und habe halt mir gedacht, okay, ich kann vielleicht das bei meinem Projekt auch umsetzen. Also gehen wir jetzt mal davon aus, am Anfang von der Karriere, man hat halt irgendwie 2.000 bis 5.000 Euro für einen Film und lässt sich dann von einem Film inspirieren, der 100.000 Budget hat, also ein Werbefilm oder sowas. Jetzt sind da bestimmte, keine Ahnung, technische Sachen, Kamerafahrten drin, die man mit den eigenen Mitteln an sich gar nicht umsetzen kann. Jetzt ist es natürlich dann ein Problem, wenn ich meinen Film um eine bestimmte Kamerafahrt aufbaue, also jetzt sagen wir mal mit einer ProBlends irgendwie durch ein Schlüsselloch fahren oder sowas, und ich möchte das eben von Hand machen und die in dem großen Werbefilm haben das eben mit einem Dolly gemacht, dann habe ich auf keinen Fall den gleichen cleanen Look. Und dann wundert man sich immer irgendwie, ja, warum sieht es dann bei den anderen so viel besser aus? Das ist leider in der Branche so, dass das Budget oft so ein bisschen auch ja, den Look bestimmt so, und auch die, ja, wie qualitativ hochwertig es ist. Also man kann mittlerweile mit den Kameras ja auch viel mehr machen und mit der Technik. Die Technik ist viel günstiger geworden, gerade LED-Lichter, Slider, die kleinen, was weiß ich, spiegellosen Kameras, was die alles können. Aber teilweise hat man trotzdem eine Grenze und diese Grenze herauszufinden ist nicht ganz so einfach. Also man kann dann irgendwie überlegen, okay, wie kann ich das vielleicht günstiger umsetzen, aber trotzdem noch die Qualität beibehalten? Oder ja, ich muss es vielleicht ganz rausnehmen, bestimmte Sachen. Deswegen, ich kann empfehlen, also auf jeden Fall auch von großbudgetierten Sachen inspirieren lassen, aber auch wirklich gucken, was machen denn andere vielleicht in meinem Bereich oder vielleicht nochmal ja, eine Stufe drunter oder sowas, also mit nochmal weniger Budget. Was kann ich da rausziehen? Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ja, in die Credits reinschauen, weil in den Credits sieht man oft, wie viele Leute involviert waren und dann kann man so teilweise ein bisschen abschätzen, was der Film für ein Budget gehabt hat. Also wenn ich sehe, da sind allein, keine Ahnung, vier Beleuchter, Kameradepartment ist mit drei, vier Leuten besetzt, mit Assistenten, dann eben ja, Make-up, Kostüm, Regie, Produktion. Also wenn dann allein das Drehteam schon 15 Leute sind, plus Darsteller, plus vielleicht nochmal Agentur, die dann involviert ist, dann kann man schon davon ausgehen, ah, okay, also der Spot liegt eher im oberen fünfstelligen Bereich. Weil es ist ja ganz klar, wenn irgendjemand oder wenn das ganze Drehteam schon 15 Leute sind, dass diese 15 Leute nicht unbedingt für 100 € am Tag arbeiten. Und so kann man mal schnell so einen Drehtag, wenn man halt von durchschnittlichen Branchenpreisen ausgeht, hochrechnen und sieht man, okay, vielleicht kostet so ein Drehtag schon allein 20, 25.000. Dann die Post noch dazu, dann noch die Konzeption dazu. Ja, dann kann man schon so ein bisschen das Budget abschätzen und dann für sich selber eben sagen, okay, macht das Sinn, jetzt hier weiterzudenken in dieser Idee? So, das war jetzt auch wieder ein kleiner Einblick in die Inspiration und wie man Inspiration für seine Filme bekommt. Mit der Betonung auf eher kommerzielle Sachen, würde ich jetzt sagen. Ja, weil meine Filmproduktion, die Lichtfänger, eben hauptsächlich auf kommerzielle Sachen ausgerichtet ist. Also eben Werbefilme und den Bereich szenische Produktion, wo ich ja auch als Kameramann tätig bin, habe ich jetzt noch so gar nicht beleuchtet.
weil ich da, ja, wie gesagt, im Kameradepartment tätig bin und nur am Rande vielleicht bei der Story oder bei der Konzeption. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich in Zukunft auch noch mal ein Video über ja, Story und Storyentwicklung für szenische Sachen mache. Da muss ich mir aber auf jeden Fall ja, Hilfe dazu holen, einen Gast, irgendwie Regisseur oder sowas, mit denen ich immer arbeite, weil ich auch nicht immer 100% natürlich in den Schaffensprozess reinschauen kann. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt oder auch Anregungen, gerne wieder in die Kommentare. Ich freue mich da immer, wenn es dann ja neue Ansätze gibt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.